Dann können wir das Spiel jetzt fortsetzen und können uns mal anschauen, wo wir heute hinkommen. Dreckiger Mieser. Woher wusstest du eigentlich, dass Jacksons Mann mich nicht erledigt? Wusste ich nicht. Na schön, Schwamm drüber. Ich denke, wir haben jetzt Besseres zu tun, als das jetzt auszudiskutieren. So, Jackson hat dich wohl. Jackson hätte dich wohl zu gerne am Geigenbaumeln sehen. Hast du seinen Steckbrief? Sehr gut. Der Mistkerl hat mir echt große Bauchschmerzen bereitet. Das kann ich dir sagen. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Na, ich hab ja noch ein paar. Deinen alten Boss hätten wir damit abgehakt. Trotzdem wissen wir immer noch nicht, wer der eigentliche Drahtzieher hinter den Steckbriefen ist. Weißt du, wenn es Jackson nicht selbst war, dann habe ich so einen Verdacht. Muss dann nochmal etwas nachprüfen. Ich sag Bescheid, wenn ich etwas Neues habe, okay? Ich glaube, ich weiß, wo sich dein Bruder aufhält. Ob das Sif ist? Was? Wo? Im Lager läuft ein zahmer Schakal umher. Ein sehr ungewöhnliches Phänomen. Ich habe den Verdacht, dass es dein Bruder sein könnte. Worauf warten wir dann noch? Wir müssen ihm helfen. Ja, und ich denke, ich weiß auch schon wie. In deinem Vertrag mit Zadom fand ich den Trigger, den Zadom deinem Bruder für seine Rückverwandlung eingepflanzt hat. Okay, du scheinst ja zu wissen, was du tust. Aber beeil dich bitte damit, wo Tom noch von jemandem aus Versehen über den Haufen geschossen wird. Okay, warte mal. Sogar in Edan bist du ein gesuchter Mann. So wichtig bin ich nicht. Nur weil du bei Mason einen Steckbrief von mir gefunden hast, heißt das noch lange nichts. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Wo ist Zadom jetzt? Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er ist wieder im Eispalast. Naja. Gut. Exzellent. So. Hier ist doch der. Komm mal her, mein Junge. Na gut. Versuchen wir es mal. Orion! Orion. Was? Ray? Bist du das? Langsam, Junge. Du bist noch etwas benommen von deinem speziellen Zustand. Was ist denn passiert? Das Letzte, was ich noch weiß, ist dieser Elexitor. Zadom hat dich in einen Schakal verwandelt. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ich kann mich nicht erinnern. Ist schon gut, mein Junge. Das Wichtigste ist, dass du wieder hier bist. Ist aber auch Setz ein Outlaw, ne? Du wirst dich schon wieder erholen. Das ist aber gut. So, wir kommen also Stück für Stück voran hier. So, der ist es nicht. Der war es auch nicht. Tja, was soll ich sagen? Ich schätze, ich kann dir gar nicht genug danken. Mir würde schon reichen, wenn ich mich ab jetzt auf dich verlassen könnte. Seit wann wusstest du, dass dieser Schakal mein Bruder war? Offenbar rechtzeitig genug. Ja, und ich kann nicht genug danken dafür. Was habe ich nun getan? Ich habe mich dem schlimmsten Kerl Magalans anvertraut und sein tödliches Spiel mitgespielt. Ich hoffe, du redest von Zadom. Nun, deine Rolle bei dem Ganzen steht auf einem ganz anderen Blatt. Und doch, ich werde meine Schuld bei dir abbezahlen, bis auf den letzten Splitter. Wir haben noch eine Menge vor uns, also konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Das ist schon cool, ne? Es ist doch so, die haben das auch so gut gemacht, das klingt auch emotional und so, ne? Guck mal, was kann man denn hier? Hier kann man doch was... Das sind meine Freunde, das ist das. Der Händler... Und hier unten ist Jonesy, Kampflehrer. Ich glaube, das ist dann das da, oder? Ne, Eckhart. Mal gucken, ob Eckhart mir was beibringen kann. Alles. Ne, das ist das, was ich nicht brauche, ne? Tiertrophäen habe ich gut. Rüstung, da bräuchte ich mehr Konstitution. Besser bin ich schon. Hier sind noch zu wenig Leute, die mir gute Sachen beibringen können am Start. Lloyd. Bring. Sicher! Attributpunkte plus, guck mal hier. Ah, da brauche ich noch ein bisschen Gerissenheit. Du bekommst mehr Erfahrung bei getöteten Feinden. Könnte sich lohnen. Das Bücherlesen, weiß ich nicht, ob sich das dolle rentiert. Falscher. Ich heb mir die Punkte auf. Für Psi und Energie. Dann heißt das, dass ich nochmal zu dem Balder muss. Dann wollen wir noch mal ganz kurz gucken, ob ich das hier auf der Map finde. Ohne viel rennen zu müssen. Auch wieder dahin. Wir gehen erstmal nach Hause. Wir gehen mal zu Balder. Einfach deswegen, weil ich was lernen muss. Ich muss mich verbessern. Weil nämlich, so komme ich da nicht ran. Ich brauche auf jeden Fall Tränke für die Energie. Das wird sonst nichts. Ist das, hier ist man ja nicht Balder. Man muss das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Aber hier kann man auch was lernen.
Da ist im Moment keiner. So. Was möchtest du? Also, ich kann ja mal kurz bei dem länger anhalten, größeren Schaden machen. Wir machen mal Batterie besser. Und jetzt ist die Frage, noch eins oder lieber mehr Schaden machen? Ach. Das Ding ist, das brauche ich doch gar nicht hier. Ich meine, oder mache ich damit auch meinen Psi-Teil stärker? Ach. Es ist so, ich bin so unentschlossen immer, nicht? Was lohnt sich denn hier? Mehr Schaden machen oder eine größere Batterie? Ich gehe mal auf, nochmal auf die Batterie. Dann kann ich einfach öfter schießen und mit dem mehr Schaden, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir machen erstmal die Batterie ein Stück. Jetzt kann ich sie eh nicht mehr größer machen. Zeig mir. Natürlich. Was hat er denn so? Ah ja, guck mal. Energiespeicher kann ich zum Beispiel kaufen bei ihm. Für 100. Nehmen wir mal ein paar mit. Heiltränke. Oh, guck mal, 60 kleine. Da haben wir auf jeden Fall wieder erstmal... Da kommen wir lange erstmal hin. Da kommen wir lange hin. So. Da kommen wir eine Weile hin. Und jetzt können wir erstmal ganz kurz wieder die Tränke auswählen. Mächtiger Heiltrank, Energiespeicher 18 für plus 80. Dann nehmen wir erstmal die kleinen. Die machen plus 40. Und da müssen wir jetzt herausfinden, wie viel ich überhaupt habe. Aber das geht schon. Jetzt bin ich wieder erstmal voll ausgerüstet. Und jetzt können wir uns dem nächsten Ziel nämlich widmen. Ich habe noch nicht genug Geld für die Rüstung. Oder also was sagt ihr, Chat? Neue Rüstung, Klerikerrüstung kaufen? Weil irgendeiner hier, ich glaube in der Rüstungsschmiede, kann ich mir die kaufen. Wir können mal ganz schnell schauen. Erstmal Pause machen. Ich kann mal ganz kurz da hinten mit dem Ragnarok reden. Ne, wie heißt du denn gleich? Roba? Ne, wie heißt du denn der ganz Große? Und oben muss er noch Ulbricht. Vielleicht ist Ulbricht ja wieder da. Wegen meiner Pflichten als Legat. Die Suche nach den Rekruten ist beendet. Ja, und du hast es geschafft, nicht nur Leichen anzuschleppen. Das ist mehr, als manch einer an deiner Stelle geschafft hätte. Und ich werde das nicht vergessen. Ich habe mich um die abtrünnigen Ketzer gekümmert. Haben sie ihre gerechte Strafe erhalten? Ja, die sind weg. Sind sie tot? Ich habe sie nicht getötet. Ich bin enttäuscht, mein... Nach! Aber bevor ich über dich richte, nenne mir deinen Grund, wieso du das getan hast. Ich hatte Mitleid. Danke für deine Ehrlichkeit. Auch wenn ich Schwäche normalerweise in unseren Reihen nicht dulden kann, werde ich bei dir dieses Mal eine Ausnahme machen. In diesen Zeiten ist Loyalität und Ehrlichkeit beinahe so schwer zu finden. Ach, guck mal an. Wahre Stärke. Ich kann nicht beides von dir erwarten. Dein Willen im Sinne Kalans zu handeln, spricht für dich. Gegen eine kleine Spende werden wir dich in den Rang eines Regenten erheben, wenn du die nötige Erfahrung mitbringst. 1000 Splitter? Ja! Ich möchte zum Regenten ernannt werden. Ich bin Stufe 25. Sehr gut. Trage diesen Rang mit Stolz. Aber nimm einen Teil der Splitter zurück. Du hast die Sache mit den Rekruten zu meiner Zufriedenheit erledigt. Da kann ich dir unmöglich den normalen Satz abknöpfen. Heute beginnt für dich ein neues Leben. Du hast dich vor niemandem mehr zu verantworten. Als Regent unterliegst du keinen Pflichten mehr. Dennoch wirst du auf uns hören, wenn wir dir einen Befehl erteilen. Aber wir werden dir keine direkten Aufgaben mehr geben. Aber melde dich bei unserem Rüstmeister, bevor du in die Welt ziehst. Er wird dir einige Dinge verkaufen, die nur einem Regenten zu tragen erlaubt sind. Danach geh raus in die Welt und überzeuge sie, dass der Glauben an Kalan der einzig wahre ist. Handle immer im Sinne der Kleriker. Cool. Möge Kalan mit dir sein. Neue Stufe. Jetzt können wir gleich noch was lernen. Dann gehe ich gleich mal wieder rüber zu Baldur. Arbeit zieht Arbeit nach sich. Baldur, ich bin jetzt ein Regent, mein lieber Freund. Was möchte ich? Noch mehr Schaden möchte ich machen. Kommt drauf gepfiffen, nehmen wir jetzt mit. Oder? Jetzt. Jetzt auf zum Rüstmeister. Dann jetzt können wir ja, also Regentenrüstung, jetzt wird's spannend. Wie komme ich ganz schnell an ganz viel Geld? Das ist die Frage. Oh, so, wo war denn das jetzt? Das Schwertmeister. Ich glaube, da muss ich hin. In der Eiswüste wird man sich nur Gold wollen. Jetzt verkaufe ich alles, was ich nicht brauche.
um mir die Regentenrüstung zu kaufen. Mal gucken, ob ich da 45.000 für brauche oder so. Lieber Rüstmeister, erzähl mir mal mehr. Mir wurde bereits gesagt, dass du dich wohl bei mir blicken lässt. Ich habe Anweisungen, nichts mehr zurückzuhalten. Du darfst alles kaufen, was wir auf Lager haben. Ja, geil. Inklusive der MK3-Rüstungen. Ja, geil. Ich kaufe mir etwas aus den Lagern. Inklusive der MK3-Rüstungen. So, kann ich eh nicht tragen. Guck mal hier. 5.000. Konstitution brauche ich hier mehr. Ich bin doch jetzt Regent, ne? 20.000. Oh, dann wollen wir doch mal gucken, was kann ich denn alles verkaufen? Die Ringe behalte ich. Die Schachtelhose habe ich noch an. Oh, Freunde. Wie komme ich denn jetzt an viel Geld? Ich bräuchte jetzt 25.000, ne? Ei. Okay. Hornplatte. Schlauch. Federn. Krallen. Zähne. Knochen. Elektroschrott. Metallschrott. Klebeband. Gold und Eisen behalte ich mal. Schwefel, Dietrich, Magnesium. Abhandlung über Elex. Hier, das wird nichts, ne? Hammer. Verbandstasche. Öllampen, Besen. Becher. Teller, Krug. Rohrzange. Gute Gabeln. Gute Löffel. Gutes Messer. Gute Kelch. Normale Kelche. Geldbündel. Alte Münzen. Ach komm, weg damit. Klopapier, Zigaretten. Denkst du, ich komm da hin? Das gibt's doch gar nicht. Ey, 8.000, mehr wird's nicht. Die Akolytenrüstung, die kann ich für 1.000 verkaufen. Eine Schachterhose habe ich immer noch an. Musst du mal überlegen, ne? Ist das nicht traurig? So, dann wollen wir hier mal ganz kurz gucken. Schrottschild verkaufen. Setzerbögen verkaufen. Den Laserblaster. Plasmagewehr. Innen davon habe ich ja angelegt, ne? Guck mal, den Erlöser kann ich für gutes Geld verkaufen. Der Hammer ist ja... Den kann ich eh nicht... Doch, Kalans Hammer. Spalter ist, glaube ich, Berserker, ne? Genau. Oh, stopp! Oh, jetzt habe ich Kalans Hammer verkauft. Ach, was soll's, egal. Elis Waffe? Das kann ich eh nicht tragen. Rostige Axt. Den Kettensäbel brauche ich nicht. Die normale... Gaias Zorn ist eine Berserkerwaffe, ne? Ich glaube, das war doch Berserkerwaffe, oder? Steht nicht hier. Schlangenbiss, Psi-Werfer, Psi-Verstärker. Es ist unglaublich. Mehr als das wird's nicht. Das könnte ich zumindest einen Regentenhelm kaufen. Naja, für 5.000, das ist... Oh. Ey, geht es jetzt hier wirklich nur mir so, dass da die Kohle nicht reicht? Jetzt bin ich Regent und renn rum wie der letzte Vollidiot. Dann machen wir jetzt eins. Ich nehme eine Regentenhose und ich nehme den Regentenhelm. So. Und da bin ich pleite. Aber da fangen wir mal damit an, dass ich erstmal die Klamotten an der Stelle umziehen kann wieder. Hose, die, Kopf, der. Und das sehen wir erstmal unten rum wieder und oben vernünftig aus. Hat natürlich nicht dolle viel gebracht. Aber na gut. Ich muss an Geld kommen, anders irgendwie. Und ich habe hier noch Möglichkeiten, hier meinen Charakter weiterzuentwickeln. Wir haben 21 Attributspunkte. Ich bräuchte auf jeden Fall noch ein bisschen Gerissenheit. Ja, und den Rest hebe ich mir erstmal auf. Status, du bist ein Regent. So, und damit machen wir für heute Schluss, oder? Na, wir kommen noch. 5 Minuten können wir noch. Wir haben noch 5 Minuten. Ich muss noch irgendwie an Kohle mehr kommen. Wo war denn das jetzt gleich nochmal? Ich werde mal... Oh. Lernpunkte habe ich keine mehr, ne? Habe ich 0. Genau. Ja. Krieg der Maschinen. Ah ja, okay. Das ist der. Die neue Reaktorspule. Irgendwas, was schnell geht, wäre gut. Aber naja. Ich brauche Kohle. Also macht es vielleicht Sinn, einen Konverter anzugreifen. Das macht Sinn. Weil da kann ich die erstmal alle platt machen und kann mich durchkämpfen. Ich bin ja jetzt mit meinen Psi-Fähigkeiten mit Sicherheit weit vorne dabei. Das wollen wir gleich mal ausprobieren.
Hey, wo ist Falk? Ich bin also alleine unterwegs, wie es aussieht. Toter Schakal. Na, wir gucken mal. Lohnt sich das? Ich versuch's mal, mich alleine durch das durchzukämpfen. Naja, hatte ich ja eh vor. Echt jetzt, der friert? Mal gucken, ob das einen Sinn hat. Ich meine, ich habe so viele von den Tränken. Ja. Das bisschen Schnee, Bruder. Du bist hier in der Wüste. Da werden wir es gleich mal ausprobieren können hier. Da drüben ist ja gleich erstmal so ein Vieh. Können wir mal ganz kurz gucken, ob ich alleine klarkomme hier. Ich bin hingefallen. Oh, der lebt noch. Ich dachte, der wäre gerade gestorben, ne? Ja, okay. Ich bin zu langsam wegrennen. Und ich ziehe mich selber mit rein in das Loch. Unangenehm. Da muss ich also jetzt noch lernen, alleine klarzukommen. Mit den Heiltränken, die ich habe. Der landet immer so komisch, ne? Ich bin zu langsam. Also ich komme schon zu alleine zurecht. Mal gucken, wie es jetzt hier gleich aussieht. Alp? Ist das ein Commander da? Alp, Alp. Na dann los. Die waren weg. Die haben den Outlaw platt gemacht hier. Die Alps machen einfach alles platt. Aber wir sehen. Ich habe gerade keinen Kumpel dabei. Und für einen Moment komme ich zurecht. Ich hatte jetzt mal gedacht, oh, hier ist noch mehr. Die haben einfach alle umgebracht, ne? Die sind schon... Die Alps sind skrupellos. Skrupellose Maschinen sind das. Ist hier sonst noch was? Nö. Ich bin der guter Dinge, dass ich diesen... dass ich das schaffe. Nur, ich muss halt auf jeden Fall noch lernen... vernünftige Heiltränke zu bauen. Ich mache erstmal gut Schaden mit dem Psy-Ding. Und ich glaube mal, das ist das, was... Ich darf halt nur nicht zu nah... Guck mal, hier, pass auf, wenn ich zu nah ran, ist immer doof, ne? Gleich zwei, ey. Weil ich jetzt ausweichen müssen, ne? Aber schon sammle ich mehr Erfahrung. Und komme ja erstmal klar. Erstmal noch einen Trank. So. Lebensenergie. Sagen wir es mal so. Ich komme nicht nah ran an die Gegner. Ich hätte vielleicht doch die Regentenrüstung kaufen sollen, ne? Wenn man sie nicht trifft, so wie ich. Ah. Oh Mann, du, da ist du doof zum Trinken, ne? Also, da schießen die in der Zeit auf mich. Das ist natürlich dann schon... Fernkampf und Nahkampf, ne? Und das nur, weil ich gepennt habe. Oh, noch ein Vieh. Der greift mich natürlich nicht an. Ach, da unten ist immer noch einer am Start, ne? Keine Munition mehr. So, letzter Trank. Dann kann ich mir Gedanken machen dazu. Unten liegt was. Kaputtes Auto.
Da könnte ich mich schlafen legen. Das ist schon geil. Das kostet zwar unfassbar viel Energie und damit natürlich viel Geld, aber es bringt Erfahrung. So, und da haben wir schon den letzten unserer, also nicht den nächsten will ich sagen, nicht den letzten. Jetzt brauche ich nur Heiltränke. Jetzt wird's spannend. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich noch irgendwie größere Heiltränke habe oder was zu essen. Da schauen wir mal ganz kurz hier rein und dann machen wir Schluss für heute. Kleiner Heiltrank 21. Vielleicht reicht der für den Moment. Und dann gehe ich mich hier reinkämpfen. Muss nur gucken, wo der Eingang ist. Da stehe ich. Ist das das Richtige hier? Ja. Lieber Markim, liebe Zuschauer, danke fürs Dabeisein. Das machen wir nächstes Mal. Spielstand speichern. Spielstand 26. Wir hatten hier 31 Stunden zuletzt. Jetzt müssten wir bei 34 sind wir jetzt und 46. Wir haben also gerade mal die Hälfte weg. Spiel beenden. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.